Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Und wir werden jetzt mal kurz zu diesem seltsamen Symbol gehen. Und die Typen sind echt seltsam. Aha. Eine Kiste, ja. Das heißt, wir müssen den Strom abschalten. Nein, 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 nein. Mit den beiden wird das nichts. Gut. Ist sowieso eine schwere Kiste. Ich würde sie gerne öffnen. Kann man die Typen irgendwie fertig machen? Geht das irgendwie? Ich hatte doch noch Wurfsterne. Was ist mit meinem Wurfstern passiert? Oder hatten wir sie nur gesehen? Kann das sein, dass wir sie nur gesehen haben? Puffsterne, ah. Schnur und Klinge. Feuerwurfstern. Mull. Ich verbrauche doch keinen Mull. Wurfstern. Naja, zumindest können wir mal so Wurfstern testen. Ausrüstung. Ah. Ich glaube nicht, dass ich den töten kann. Na komm, Dark Souls. Gib mir den Dark Souls. Oh. Es geht. Und er hat Geld dabei. Ich hab gehört, dass hinter mir ein Zombie ist. Deswegen dachte ich, ich passe mal lieber auf. Oh, raffiniert. Und nicht so raffiniert wie ich. Jetzt zieh ich. Okay, pass auf. Wir haben ja noch Wurfstern. Ach, wir kriegen 8. Und wir kriegen jedes Mal Punkte dafür, also von daher. Nice. Headshot. Ich mag Wurfmesser. Definitiv. Jetzt zu dir, Kiste. Vier Dietrich hier, wa? Wir stellen noch kurz welche her. Nur so zur Not. Man weiß nie, wie viele Dietriche wir da gleich verballern werden, weil es ein schweres Schloss ist. Wir wissen vom letzten Schloss, dass wir mindestens 4 verballern werden. Von daher. Doof nur, dass wir Metallteile dafür verballern müssen. Aber naja. Scheiß auf Reparieren unserer Waffe. Konzentration. Ah, das sieht gut aus. Ich habe 23 Dietrich hier. WTF, ich dachte, ich könnte basteln mir immer nur ein. Oh, sauber. Gut, das reicht dann wohl an Dietrichen. Vielleicht kriegen wir hier Metallteile. Das wäre Ironie pur. Eine Armeespaten. Hm? Und eine Tasche. Gut. Auf zur Funkantenne, würde ich sagen, ne? Karim, bin bei der ersten Antenne. Wenn
der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Sah das erbärmlich aus. Das wird nicht zählen. Was zum Teufel? Crane, was soll das Geschrei? Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Bis erstmal aufs Maul. Der Dicke passt hier nicht durch, oder? Oh Gott! Okay, wollen wir nicht drüber reden, was gerade passiert ist? Können wir es löschen? Schade. Nein, nicht! Nein. Nein. Es ist sowieso zu blöd, um herzukommen. Was? Nein! Lauf was? Nein! Nein, nein, nein! Wo bin ich denn hingeraten? Oh Gott. Okay. Merken Zero nie wieder. Aber bei denen treffe ich so die Köpfe. Wird es dunkel? Ah, oh, es ist erst 10. Da hinten ist noch was passiert. Ich glaube, ich kassiere die ganze Zeit Schaden, oder? Oder ist das meine Ausdauer, die einfach nur sinkt? Ja, komm schon. Ich kann meine Waffe leider nicht reparieren, aber wir haben ja noch einen Armeespaten zur Sicherheit. Deswegen wechseln wir mal ganz kurz. Nehmen wir halt. Ja, gut. Was ist denn eigentlich mit dem Armeespaten passiert? Achso, da. Oh, nehmen wir den. Was ist los? Aber ich glaube, das passiert, wenn ich meine Ausdauer verliere. Wird alles ein bisschen schwarz um mich herum. Kleiner Leichenhaufen. Jetzt komm doch mal her. Irgendwie hatte ich gerade so eine Flashback-Erinnerung an The Forest. Eine alte Kriegserinnerung. Tja, keine Arme, keine Kekse, wa? Na gut, der Dicke ist ja schon mal explodiert, ne? Naja, kann er jetzt nicht so krass sein. Könnt ihr mal sterben? Wärt ihr so nett? Jetzt chillt er zum Glück immer noch. Zumindest haben wir sehr viel zum Looten. Ah, da kommt der nächste. Einer nach dem anderen, bitte. Was zum Teufel ist mit deiner Brust nicht in Ordnung?
Hängt die echt so tief runter? Jetzt kopier doch mal. So, kommst du auch mal näher? Oder du? Oh, GRE-Paket gestohlen. Eins für meinen jetzt? Oder ist da gerade eins runtergekommen und ich hab's nicht gecheckt? Ah, ich hab's wohl nicht gecheckt, dass da eins runtergekommen ist. Oh Gott, nein! So spät gesehen. Okay, Schaufel ist so gut wie hinüber. Muss doch fast tot sein. Und wo kommen die beiden schon wieder her? Okay. Entwürfe. Mir fehlen natürlich Metallteile jetzt, ne? Zack, 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 zack. Wie cool sieht das denn aus? Zack, 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 zack. Geht's hier nicht gut? Mir gefällt das kleine Messer. Zack, 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 zack. Das gefällt mir wirklich. So, wo sind die anderen Zombies? Hey, wo ist mein Leichenhaufen? Ah. So geht das natürlich auch. Da haben sie sich in kleine Taschen für mich verwandelt, damit ich sie leichter mitnehmen kann. Finde ich toll. Gut, sehr gut. Und wir haben wieder zwei Teile zum Reparieren unserer Waffen. Okay, lass uns hier rein. So. Was war das? Und was war das jetzt? Nicht dein Ernst, dass ich jetzt alles nochmal. Lass mich raten, meine Sachen sind kaputt. Was war das? Habe ich dem seine Waffe geklaut? Heilige! Okay, gut zu wissen. Ich hoffe, der ist immer noch tot. Ich hoffe inständig, der ist immer noch tot. Na, zumindest wissen wir, dass wir jetzt ihre Waffen klauen können. Das wusste ich vorher gar nicht. Ach gut. Testen wir mal unsere neue Waffe. Hast du mich getötet? Hä? Nicht nett von dir. Hä? Nein, das war nicht. Kampftagebuch. Eintrag 1. Heute habe ich eine ziemlich gute Verwendung für Bella gefunden. Ich hatte ein Fass mit Sprengstoff präpariert, aber keiner dieser verdammten Kadaver wollte in seine Nähe kommen. Also stieg ich hoch aufs Dach, warf ein paar Böller neben den Wagen und wartete, bis sie angeschlürft kamen. Und dann kabum, die Explosion hat alle erwischt. Vielleicht werfe ich ein paar Böller steil nach unten und probiere dann einen dieser
Ground Pound Moves, die ich bei den Typen aus dem Turm gesehen habe. Vorausgesetzt, ich finde heraus, wie man das macht. Das ist jetzt der zweite Eintrag, den wir. Ja, gut, der zweite, den wir automatisch gefunden haben, ne? Okay. So. Noch eine Verwendungsmöglichkeit für Böller. Und die habe ich eigentlich nur per Zufall herausgefunden. Mama muss sich was dabei gedacht haben, als sie sagte, ich solle nicht mit Feuerwerkskörper spielen oder mit Streichhölzern. Ist ja auch egal. Jedenfalls können sie... Das soll wahrscheinlich die heißen, ne? Jedenfalls können die Schattenjäger nachts mit Böllern... Ah, jedenfalls können sie nach... Warte. Jedenfalls können sie Schattenjäger nachts mit Böllern ablenken. Spricht er mich jetzt persönlich drauf an? Es finde ich jetzt ein bisschen verwirrend, dass er in seinem Tagebuch sie sagt. Egal. Mit Fackeln können sie sich übrigens kurzzeitig alles vom Leib halten. Und wenn sie einen Partner haben, mit dem sie sich abwechseln können, umso besser, schätze ich. Die Nächte in der Stadt sind nicht der richtige Zeitpunkt für Dummheiten. Und ich bin nicht dumm. Nein, bin ich nicht. Auch wenn die Verkaufszahlen meiner Science-Fiction-Romane was anderes sagen. Marvin Zucker ist ein Gewinner. Zucker. Oh mein Gott, Sie werden nicht glauben, was ich heute gesehen habe. Wenn man bei den Pennern in Schutzanzügen den Tank auf ihrem Rücken beschädigt, verspritzt er seinen Inhalt und kann den Typen sogar vom Boden heben. Oh. Und dann explodiert der Tank. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, mal ernsthaft. Was ist in diesen Tanks? Andererseits ist es auch völlig egal. Was zählt ist, dass man sich damit viel Freiraum verschaffen kann. Meint er die dicken Dinger, die wir jetzt, die wir fertig gemacht haben, mit Wurfsternen und alles? Na gut. Schwer. Na gut, wir haben genug, ne? Ich hasse das, ne? Es gibt nichts Verachtenderes als dieses Minispiel. Ich hasse es. Ich habe Skyrim irgendwann angefangen zu hassen. Ist das korrekt? Jedenfalls habe ich es gehasst seit Skyrim. Anfangs fand ich das ganz okay. Aber wenn man so nach 600, 700 Folgen nur Schlösser geknackt hat, da denkt man sich auch nur, wieso tue ich das? Wieso tue ich mir das an? Ah, das ist schon richtig. Das sind wir in der Nähe. Aber das Gute ist, dadurch bin ich natürlich trainiert. Ein bisschen jedenfalls. Ich weiß wenigstens, wie das Ganze funktioniert hier. Sagen wir es so. Naja, für ein bisschen Geld. Jetzt fängt das Ganze von vorne an. Zum Glück habe ich mir genug Dietrich hier gemacht. Okay. So kann ich nicht einfach einen Schraubenzieher nehmen und das Ding aufmachen. Das wäre viel leichter. Und würde keine Büroklammern verbrauchen. Ich meine, wer stellt diese Dinger noch her? Jetzt hier so im Wasteland, ne? Muss man doch alles sparen. Vollstrecker. Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt hoch zur Spitze. Okay. Auf zur Spitze. Kennen wir ja schon diesen Turm. Von daher wissen wir, wie das ja funktioniert, ne? So, ich nehme einfach mal an, wir sollen uns hier wie... Ist klar. Hochangeln. Ach, da war mal eine Leiter, das ist das Ding. Ich drehe hier gleich am Rad, ey. Okay, what else? What else? Ich muss doch hier einfach hoch, ne? Hab ich doch vorhin versucht.
Scheiß Cheater. Das sieht doch recht gut aus. Außer, dass wir hier ein bisschen ausweichen müssen. Aber solange wir mittig gehen, dürfte es halt, ja, mittig gehen, easy. Ja, ich wollte schon gerade versuchen, außenrum zu gehen. Was zum... Wer denkt sich bitte sowas aus? Was war denn das bitte sehr für eine Leiter, die irgendwie... Ah, das ist wahrscheinlich keine Leiter, ne? Was ist mir das sehr, sehr seltsam. Sparta! So ist hier das Ding? Ja. Na komm. Oh, Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Ernsthaft? Die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Hey, alles umsonst. Ich freue mich. Na komm, rennen wir mal hin. Da wird wahrscheinlich wieder so ein Dicker sein, aber... Wir wissen, er hat einen Tank auf dem Rücken. Ich hoffe, das ist der, den er meinte. Wieso sehen wir eigentlich diesen Spuck? Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach, ein grausamer Tod. Ach, schön. Was hatte ich mit diesem spuckenden Zombie? Wieso haben wir ihn jetzt nur einmal gesehen, aber jetzt in den Stunden davor noch nicht? Okay, wir haben gerade gespeichert, weil höchstwahrscheinlich geht gleich hier die Luzi ab. Würde ich mal glatt behaupten. Wo zum Teufel laufe ich lang? Ist das so eine Art Abkürzung? Ist das eine Verlängerung? Ich glaube, wir müssen sogar hier lang. Gehen wir doch mal den sicheren Weg. Guck mal. Was bist du denn? Bist du ein Quarantäne-Zombie? Ich glaube, von denen war die Rede, oder? Erinnert mich ein bisschen an Halo und die Grunts. Was zum Teufel? Was hat die so aufgeweckt? Es ist 13 Uhr. Was bist du so munter gewesen? Kann mir einer das erklären? Wäre nett, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt, was da gerade mit denen abging. War das der Lärm? Macht Lärm sie so wütend? Oder waren das wieder spezielle Zombies? Weil mittlerweile lernen wir echt viele Zombies kennen. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensäge. Achte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Ja, genau das hatte ich vor.
Sparta! Achso. Hallo Jungs, ich wusste nicht, dass wir Freunde sind. Na gut. Aber schön, dass hier mal ein bisschen freundlich abgeht. Was zum Henker willst du? Hier nur ein bisschen hochklettern, weil ich bin cool und so. Achso. Ja, aber wie? Hä? Ach, von innen. Von innen wollen die. Wieso ist das abgesperrt, ey? Ja, jetzt muss ich mal klettern hier, oder was? So. Ach komm. Das wäre doch wohl ein Kinderspiel, eine Leiter rückwärts hochzugehen. Aber gut, gehen wir hier halt hier lang. Ja, eine funktionierende Leiter. Auch wenn es nur ein Stockwerk ist. Ich freue mich trotzdem. Na ja, klar. Macht's mir ruhig schwer. Steh drauf. Ich hoffe echt, die Scheißkletterei war's wert. Ach komm schon. Es kann doch nicht sein, dass ihr hier alle Leitern absperrt. Ach. Ab hier ist plötzlich offen, oder was? Ja, hochklettern. Ich glaube, hochklettern ist nicht. Oh. So. Und komm. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Hey, Karim. Der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Ob ich krank bin, ob ich ein Psycho bin? Wahrscheinlich. Ah. Wollte eigentlich runterspringen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Eine Flagge. Ich habe eigentlich gedacht, dass da unten irgendwas wäre. Dann wollte ich runterspringen. Oh Gott, hier kriegt man ja Höhenangst drauf. Ist wahrscheinlich gespeichert, ne? Und die Folge ist sowieso gleich zu Ende, oder? Ja, die Folge ist gleich zu Ende. Ich versuche jetzt nämlich auf das Band zu springen. Oder gibt es hier irgendwas anderes zum draufspringen? Ich habe zuerst gedacht, das wäre wie Assassin's Creed, dass dieses Ding hier dafür irgendwie ist, dass man runterspringt. Okay, weißt du was? Heilige! Oh. Hat bestimmt ordentlich Punkte gegeben, das Ding. Alter Schwede. So, je fitter sie werden, desto mehr Gesundheit können sie regenerieren. Ja, komm. Je fitter sie werden, desto mehr Schaden können sie absorbieren. Ja, komm. Was haben wir hier? Ach so. Ja, wunderschön. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute mit Dying Light. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Moment, Moment.
Frieden! Inventar. Ach, Wurfstellen sind ausgerüstet, ja. Nimm das! Weg mit dir! Danke, Kumpel. Das war knapp. So, Freunde, bis morgen. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.